Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropico 6 Beta hier bei Heisenberg Zockt. So, ich sage gern noch einmal, wir sind glaube ich auf einem relativ guten Weg. Hier die Mandatszeit, die passt, das Geld passt. Was kommt denn gerade neu rein? 5000, er kommt in einem Monat, da müsste hier eigentlich noch ein bisschen was passieren. Ja, ich glaube, ich baue nochmal Transportbüro. Ich möchte, dass hier viel mehr Wagen fahren. Mal gucken, wo stellen wir das hin? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier hinten das Ganze nicht funktioniert, weil das hier müssen wir ja wieder abreißen hier. Das Baubüro, das da im Bau war, da waren zwar die Bauarbeiter zugeteilt, aber passiert ist halt gar nie was. Mal gucken, ob das hier vielleicht besser, da sind eh schon zwei Leute unterwegs. Mal gucken. Ich baue jetzt aber mal nochmal eins sozusagen in Sicherheit, nämlich auf der Seite vom Fluss. Wo wart ihr denn gleich nochmal? Hier vorne. Transportbüro. Hier hätten wir noch Platz. Ja, warum nicht? Meinetwegen. Zack, so hier hin. Gerne wieder priorisieren das Ganze. Dann wird es auch relativ schnell gebaut. Jetzt hier Goldnuss exportieren. Da können wir eigentlich nichts machen, außer warten. Bis die hier hinten, also die hier, die müssten eigentlich die Kokosnüsse bekommen. Die haben noch keine. Das wird halt ein Momentchen dauern, bis die hier Kokosnüsse sozusagen gewonnen haben. Ne, das ist die falsche Insel, die hier hinten war. Wo war es da? Hier beim SOS, genau. Wir haben hier doch Arbeiter. Okay, die sind am Arbeiten. Das ist alles okay. Passt, Mann. Okay, verlängern wir gleich nochmal. Ich würde hier tatsächlich nochmal kurz, da müssen wir nachschauen, nochmal so ein Teil hinstellen. Wo hatten wir denn die Kokosnüsse? Die Kokosnüsse. Machen wir dich mal hier hin. So, dann Sträßchen wie immer. Damit sie ihre Kokosnüsse auch in Ruhe transportieren können. Jetzt habe ich wahrscheinlich die ganzen Palmen gekillt, wo die Kokosnüsse dran wären. Aber ich glaube, das macht tatsächlich, das macht glaube ich nichts. Gut. Beute. Schließen Sie den Überfall Beute ab. Moment, beim Handel gucke ich gleich. Das ist hier. Da sieht man, die sammeln sich erst. Ne, das haben sie gemacht. Sie brechen auf. Okay, da müssen wir das einfach laufen lassen. Beim Handel haben wir wieder etwas neu verfügbar. Wir könnten mal im Prinzip Tabak verkaufen. Pflanzen wir Tabak an, wenn ich das noch wüsste. Kann man durchgucken, dahingehend, ganz einfach, wo war es denn gleich nochmal? Hier unten. Doch, Tabak, Rum, Kohle haben wir hier. Ja, dann werden wir doch hier mal ein bisschen Tabak an die Krone verschiffen. Ist bereits aktiv, echt? Ach, Tabak haben wir schon. Okay, ja, dann nehmen wir was anderes. Dann nehmen wir doch nochmal Gold. Haben wir leider keins mehr. Doch, hier. Ja. Ist auch bereits aktiv. Die hier noch nicht. Die ist mit 15%. Ja, kann man nehmen, denke ich mal. Gut. Passt. Schiffchen schon unterwegs. 4 Monate. 2000. Ja. Ihr müsst einfach hier, Kollege, Baubüro bauen. Hier oben. Schon jemand zugeteilt? Nein. Wahrscheinlich, weil hier hinten die, die am Üben sind. Jawohl. Was gibt das hier gleich nochmal? Eine Lama-Farm. Okay, am schönen Ozean, gleich neben der Piratenbucht. Warum nicht? Da können die Piraten, wenn sie hier Richtung Bucht laufen, hier schnell gucken. Huch, die Kamera haut gerade ab. So, steht eh schon. Hier schnell gucken, die Lama streicheln und angespuckt werden. Das ist ja auch schön. So, jetzt müssten hier natürlich noch Leute arbeiten. Da würde ich dem Ganzen jetzt aber noch ein bisschen Zeit lassen, weil das Ding ist gerade erst entstanden. Aber wir haben auch gesehen, also es funktioniert. Warum jetzt das mit dem Baubüro hier nicht geklappt hat, ich weiß es nicht. Vielleicht könnte man natürlich, das wird jetzt beim Baubüro nicht viel Sinn machen, aber dass wir hier nochmal irgendwie eine Abkürzung machen, geht nicht. Kriege ich ja keine Abkürzung hin? Nee, kriege ich nicht. Okay, da mache ich natürlich auch keine. Wäre doch jetzt noch naheliegend gewesen, dass man hier eben direkt rüber kann. Vielleicht, wenn ich so mache. Nee, möchte auch nicht. Okay, daran wird das... Daran wird das Ganze jetzt kaum scheitern, deswegen lassen wir es. Da, die Zeitung, genau, die steht. Die müssen wir hier eigentlich noch ummodeln, nämlich in Richtung unabhängig. Und dann haben wir das hier nämlich auch erreicht. Ich möchte mal noch schnell gucken, was das heißt. Bürger, die in der Nähe der Zeitung leben, haben jedes Mal, wenn sie sich ausruhen, eine Chance von 25% ihre politischen Ansichten zur revolutionären Fraktion zu ändern. Das ist ja gut, weil die sind ja auf unserer Seite. Wirkt nicht auf fantastische Ideologien. Okay, sehr gut, haben wir abgeschlossen, machen wir hier zu. Jawohl, dann nehmen wir, zack, nochmal die Migranten, weil wir brauchen hier ein paar Einwohner, damit das Ganze läuft. Und wenn man jetzt hier guckt, das sieht doch schon ein bisschen besser aus mit den Wagen, die hier ankommen. 5000, geht noch einen Monat, 2000 haben wir und ja, von der Krone kriegen wir auch noch ungefähr 10.000, also
Das passt eigentlich schon. Vielleicht mal... Ja, wir könnten mal schnell gucken. Nicht bei den Verordnungen. Nee, wollte ich auch nicht. Sondern im Almanach. Keine arbeitslosen Bürger. Okay. Aber Obdachlose. Ich wollte gerade sagen, wir müssten wahrscheinlich doch tatsächlich mal wieder ein paar Häuschen hinstellen. Wir könnten die Baracke nehmen. Da passen halt 6 rein. Wir können das Teil aber auch... Wir können die Baracken sozusagen modifizieren, habe ich gesehen. So, stapelt sie höher. Erhöht die maximale Anzahl an Haushalten um 2. Dann sinkt halt die Wohnqualität. Wir machen das mal, weil ich glaube, das ist nicht so schlecht. Und jetzt bauen wir aber trotzdem was. Und zwar Landhäuser, da passen weniger rein. Dafür ist das Ganze qualitativ ein bisschen wertvoller. Mal gucken, wohin. Ne, da passt nur ein so ein Teil hin. Machen wir doch hier so eins hin. Zack, okay. Brauchen wir hier hinten noch Häuser? Ich glaube nicht. Haben wir hier Kokosnüsse? Ne, das klappt auch immer noch nicht. Haben wir hier bei der Kokosnussfarm. Ach, die sind zuerst am Bauen. Okay, alles klar. Warenausgang? Ne, da haben wir auch noch nichts. Aber die sind am Arbeiten. Man sieht's. Den regionalen Konsum haben wir ja hier abgeklemmt. Damit eben die nicht gegessen werden, die Kokosnüsse. Weil die Kokosnüsse dahin müssen. Kann sein, dass vielleicht in dem Schiff was drin ist. Irgendwie komisch, dass man hier bei einem Schiff... Man hat halt sozusagen dann den Fahrer am Haken. Ich hätte gerne eine Information über Schiff. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. Okay. Eine Handelsroute erfüllen. Aber gerne doch. Gehen wir gleich mal wieder gucken. Beziehungsweise hier ist wieder... Ja, ist einfach eine Handelsroute. Das heißt, das kann... Nehme ich mal an, das kann Import oder Export sein. Das ist egal. Wir haben wieder was verfügbar. Wir machen mal nochmal Gold. Exportieren, weil davon halt... Weil davon müssen wir eigentlich genug haben. Wenn wir hier gucken, jawohl, Gold haben wir genug. Planken hätten wir auch genug. Ah, jetzt machen wir das mal mit Gold. Ich würde dann gerne möglichst schnell eine neue Lizenz kaufen. Und hier hinten würde ich ganz gerne nochmal irgendwie eine Plantage haben. Was haben wir denn noch nicht? Plantage. Mais haben wir. Banane haben wir, glaube ich, nicht. Haben wir Banane? Wir machen mal ein Bananendingens. Ist hier irgendwo grün? Schreit hier die Erde danach, dass hier Bananen gepflanzt werden oder gezüchtet werden? Da oben ist es mir zu gelb. Wir bräuchten schon was Grünes. Ach, hier hinten. Okay. Dann gibt es hier Bananen. Wenn man das so macht, sieht man, da fehlen dann im Prinzip ein paar Felder. Deswegen mache ich so, damit sie sich ja wirklich voll entfalten können. Zack. Sehr schön. Und weil wir gerade dran sind, würde ich vorschlagen, wir machen nochmal sowas. Das war jetzt aber die Farm. Ich brauche nicht die Farm. Ich brauche auch nicht das Bergwerk, sondern die Plantage. Und Kaffee haben wir, glaube ich, auch schon. Zucker haben wir mit Sicherheit. Kakao haben wir, glaube ich, nicht. Nochmal schnell gucken. Oh, hier hinten. Aber da haben wir natürlich den Platz nicht. Wir könnten uns natürlich auch überlegen. Wisst ihr was? Jetzt gehen wir mal eine Insel weiter. Guck mal, hier ist überall grün. Und da haben wir ja auch einen Transporthafen. Also, da machen wir das Teil hier hin. Wenn wir hier alles unterbringen können. Nee, können wir nicht. Da fehlt der Platz. Das sieht auch nicht so gut aus. Dann gehen wir doch nach hier hinten. So, nochmal drehen. Hier kann ich es eben nicht bauen. Da ist alles mögliche im Weg. Ja, sonst stellen wir dich dahin. Also besser als gar nichts ist es alleweil. Zack, dann ist das Ganze dort halt noch ein bisschen im gelben Bereich. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob wir hier eine Straße hinkriegen. Das dürfte eher tricky werden. Doch, klappt. Sehr schön. Gut. Noch was? Jetzt haben wir wieder minus 4000, jetzt müssen wir wieder ein Momentchen Geduld haben. Wir kriegen hier wieder 8000, er kommt in 3 Monaten, das heißt hier wird sowieso noch mehr werden. Und ja, wir haben eigentlich schon lange kein Transportbüro mehr gebaut. Ich möchte hier nicht mit einer alten Tradition brechen, deswegen stellen wir hier tatsächlich nochmal so ein Teil hin. Vielleicht nicht hier, sondern... Ja, da haben wir halt auch schon 2. Aber hier oben, da haben wir eine Mine. Hier gibt es dann irgendwie nochmal was. Also von daher macht das auch Sinn, wenn wir hier nochmal so ein Teil haben. Okay, Baubüros haben wir ja 2. Da habe ich gerade in den Kommentaren gelesen, das fand ich relativ gut. Bei der Anzahl, wo du schnell baust, also so oft wie du schnell baust, das kostet ja jedes Mal Geld, hättest du schon lange ein zweites Baubüro bauen können. Da hast du natürlich absolut recht, lieber Kommentarschreiber. Aber jetzt haben wir ja 2 und so oft schnell gebaut haben wir ja jetzt eigentlich nicht mehr. So, das ist immer noch im Gange. Das sind die Goldnüsse. Die Beute. Das müsste doch hier jetzt eigentlich langsam... Ach, die sind immer noch erst am Aufbrechen. Aber jetzt sind sie hier schon bei der Rettung. Haben wir nicht die Beute eigentlich abgeschlossen?
Überfallbildschirm. Machen wir mal so. Das hier brechen wir mal ab. Okay. Und dann hängen wir es. Ne, wir machen hier nochmal Beute. Und dann machen wir Retten. So, und dann hängen wir das mal noch dahinter. Dann haben wir das dann auch noch. Handelsroute läuft. Das ist klar. Das funktioniert. Und hier hinten. Ja, da müssen sie halt bauen. Was kommt hier für ein schönes Schiffchen? Das sieht ein bisschen piratig aus, das Ganze. Cool. Ach, ich liebe es. Das, ja, irgendwie sieht einfach cool aus. Da ist nämlich sogar einer drauf. Seht ihr den da unten? Ja, ja, den sieht man schon. Nett. Gut. Piratenbuch können wir lassen. Das hier steht. Arbeiten hier Leute. Jawohl. Das ist sogar in Vollbetrieb. Hier fehlen wieder Fischer. Haben wir wieder Minus? Ach, wir haben wieder 10.000 Minus. Ich kann wieder keinen mehr einstellen. Aber der Frachter kommt und nimmt dann 12.000. Beziehungsweise bringt 12.000. Das reicht wieder zusammen mit den 10.000 ungefähr, die wir von der Krone haben. Ist hier wieder was abgelaufen? Nein. Okay, dann lassen wir es rasseln. Aha, hier wird auch gearbeitet. Und die passende Musik dazu. Und beim Zirkus geht es auch relativ rund. Effizienz 100. Servicequalität, ja. Besten. Ich muss zugeben, ich bin froh weiterhin okay, mit Ihnen. Okay, haben wir auch schon wieder. Jetzt haben wir hier schon 5 Jahre. Die werden uns ja gar nicht mehr los. Gefällt mir natürlich. So, minus 2000. Ja, das gefällt mir dann weniger. Ich hätte hier eigentlich schon... Oh, gleich mal minus 5000. Ich hätte hier eigentlich schon ein Plus erwartet. Wir bräuchten halt tatsächlich dringend... Wobei, wir haben hier eh schon wieder 2,7 drin. Wir bräuchten wahrscheinlich dringend eine weitere Handelslizenz. Aber das kann ich mir jetzt für diese Runde sozusagen abschminken. Weil wenn wir das Geld nicht haben, dann funktioniert das natürlich nicht. Kann ich denn jetzt hier wenigstens... Jawohl, wir können nochmal ein, zwei Fischer dazu nehmen. Weil so ein Fischereihafen bringt natürlich auch nichts, wenn da keiner ist. Und hier oben, hier arbeiten Leute. Hier eigentlich auch. Dann haben wir hier nochmal ein Holzfällerlager. Hier fehlen ein paar Leute. Machen wir mal. Von den Wegen her. Ja, das ist halt doof hier. Einmal über die Brücke außen rum und dann hier hin. Das hat damit zu tun, dass ich das so schlau gebaut habe, dass man hier mit der Straße nicht durchkommt. Können Sie mal nochmal testen. Ne, wir kommen da halt tatsächlich nicht lang. Hm. Wir haben hier mit Schummeln, mit außen über den Berg rum, hier oben rum. Ne, geht nicht. Ja, hat schon seinen Grund, warum ich das mit den Brücken gebaut habe. Ich denke hier, diese Brücke, die macht schon auch ordentlich Sinn. Ja, wobei, wir haben hier eigentlich nur den Fischereihafen, aber um dann von hier hinzukommen, hat man da natürlich schon einen relativ kürzeren Weg. So, 900, 5000, in Ordnung. Können wir laufen lassen. Wie steht's hier oben? Wurde schon gebaut? Nee, ja doch, das Teil schon. Da fehlen wieder Leute, die kriegt er. So, okay. Machen wir mal so viel und hoffen, der Rest reguliert sich dann von alleine. Und hier haben wir nochmal ein Transportbüro. Da haben sie die Hälfte hingestellt und jetzt sind sie wieder abgehauen, die Vögel. Es wird hier auch zu wenig gearbeitet. Die Leute haben viel zu viel Freizeit. Das ist ein Elend. So, Handel. Aha, wieder zwei verfügbare Sachen. Die Goldnuss haben wir ja aktiviert. Wir haben hier Tabak für die Krone. Ist bereits aktiv. Gummitabak, Baumstämme. Wo waren denn gleich nochmal die Planken? Von denen hatten wir doch viel. Ah, aber da kriegen wir nichts für. Leder auch nicht. Goldnuss müssen wir lassen. Kohle gibt auch nichts. Eisen auch nicht. Aber dieses Gold hier würde noch was bringen. So, dann haben wir hier nochmal ein zum Teil verfügbar. Was haben wir noch? Planken, Leder, das gibt halt alles nichts. Kaffee würde noch was bringen. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich Kaffee in dem Sinne... Fälle haben wir mit Sicherheit. Ja, bringt aber nichts. Vielleicht nochmal Tabak. Nee. Zucker. Nee. Wolle. Nee. Hier, Zucker würde was bringen. Das müsste doch eigentlich funktionieren jetzt mit dem Zucker. Selbst wenn wir so eine Rum-Dingens haben. Oder haben wir noch Rum? Wo war denn der Rum? Hier. Die Krone. Ja, machen wir das doch nochmal. Ich vergesse immer ein bisschen den Rum. Keine Ahnung, warum. Das reimt sich sogar. Haha. Gut, ich möchte bauen. Kann ich bauen? Doch, mit minus 3000 können wir das. Vielleicht mal nochmal gucken wegen einer Taverne. Oder was haben wir denn noch an Spaß bzw. Unterhaltung? Ja, halt den Zirkus. Okay, das haben wir erst später. Noch eine Taverne. Irgendwie... Wo haben wir denn die Taverne? Hier ist eine. Hier oben ist keine. Ich weiß nicht, ob das... Ich denke mal, das würde hier aber auch was bringen. Wenn wir hier noch eine Taverne hinmachen,
beim Zirkus. Oder hier oben. Hier so quer rein. Geht leider nicht, aber wenn ich es drehe, so geht's. So, genau dazwischen. Müsste eigentlich schon reichen vom Straßenanschluss her. 4000 minus. Müssen wir noch irgendwo nachrüsten in Sachen Arbeiter. Vielleicht hier bei der neuen Kokosnussplantage. Also ist weniger eine Plantage als vielmehr ein Ernterdingens. Hier haben wir, glaube ich, Leute. Jawohl. Dann machen wir hier nochmal einen dazu. Und dann muss das reichen. So, und jetzt möchte ich nochmal kontrollieren. Kokosnüsse. Da schaut mal. Jetzt haben wir hier Kokosnüsse. Das heißt, die müssen jetzt irgendwie eingepellt werden in Goldnuggets. Da haben wir aber auch keine Arbeiter. Da dürfen gerne auch Leute arbeiten. Oh, hier auch nicht mehr. Sind die wieder abgehauen? Da haben wir doch eigentlich schon mal ordentlich Leute eingestellt gehabt. Tatsächlich hier auch alle weg. Sag mal. Die haben halt keine Unterhaltung hier. Die müssen jedes Mal, wenn sie irgendwie Spaß haben wollen oder so, müssen sie rüberfahren. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, hier eine teure Taverne hinzustellen für die paar Nasen. Weil die sollen hier arbeiten. Die sollen sich nicht hier vergnügen. Die können hier arbeiten und hier hinten sich vergnügen. Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weit. Okay, finde ich sehr schön mit diesen Handelsrouten, weil das generiert immer relativ einfach natürlich Mandatszeit. Das ist wunderbar. Und wir haben hier ja immer was am Laufen. 5000 haben wir. Ich lasse das mit der Lizenz. Wir generieren erstmal noch ein bisschen Geld. So, und jetzt schauen wir mal, wenn wir Geld haben. Würde ich gerne hier gucken bei den Bergwerken. Moment, da muss ich ein bisschen anders rauszoomen, damit ich wirklich alles im Überblick habe. Also, Kohle. Ach, guck an, da haben wir nochmal ein Kohlevorkommen. Ich glaube, hier haben wir alles. Können wir mal gucken. Ja, hier haben wir... Ne, hier hinten haben wir auch noch Sachen. Da oben haben wir noch was. Ich würde sagen, bevor wir hier zu der Insel gehen, gucken wir mal hier oben. Das da ist gebaut, das auch. Aber das und das ist nicht gebaut. Mal hier mal runterdüsen. So, dann sehen wir genauer, was das ist. Kohle. Ja, dann mach doch hier nochmal eine Kohlemine hin. Ist ja eigentlich naheliegend, wenn schon auf unserem Inselchen ist. Gehen wir hier runter. Und dann haben wir hier mit einer Kurve. Vielleicht hier runter. Ja, macht eigentlich mehr Sinn. Ja, wobei, das kann man eigentlich so machen, dass wir das so verbinden, wenn es denn geht. Moment. Möchte gerade nicht. Kommen wir hier nicht um die Kurve rum? Was ist das denn wieder? Eben, ich habe schon mal gehört, dass Leute sich ja beschwert haben. Beschwert ist übertrieben, weil es ist eine Beta. Das darf man nicht vergessen. Aber dass eben dieser Straßenbau irgendwie nicht wirklich funktioniert oder ein bisschen buggy ist. Kommen wir hier noch irgendwie hoch? Ne, da kommen wir dann irgendwie hier wieder nicht mehr rein. Ist interessant. Naja, wir brauchen das auch nicht zwingend, dass wir hier runterkommen. Wäre noch schön gewesen, wäre eine Abkürzung, aber okay, wir brauchen in dem Sinne keine Abkürzung. Was war denn jetzt noch? Hier hinten, glaube ich, war es. Was war das, was wir da noch gewinnen können? Eisen. Okay, dann gibt es ja noch eine Eisenmine. Zack, mit Straße. Mal gucken, ob das ein bisschen besser geht. Hier raus. Hier runter macht keinen Sinn. Wir müssen tatsächlich nach hier hinten düsen. Oh, hier dran vorbei. Das könnte wieder schwierig werden. Ja, doch, das geht. Okay, das waren schon irgendwelche Blechhütten. Da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir hier oben nochmal ein Häuschen haben. Häuschen, Häuschen, Häuschen. Baracke. Jawohl, machen wir eine Baracke hin. So, dann können die von da da wohnen, die von da da wohnen und die können auch ein bisschen da wohnen und die später können auch noch da wohnen. Ich hoffe, es reicht, sonst werden wir das hier einfach wieder umstellen, dass da mehr Leute reinpassen. Und die warten jetzt halt tatsächlich wieder hier auf Baumstämme, wobei sie haben. Jetzt können sie arbeiten. Ich glaube, das hat schon tatsächlich auch damit zu tun, dass das einfach völlig unglückselig ist hier mit diesem Umweg. Aber ich kann ja nicht den Berg wegtragen. Hatten wir nicht einen Tunnel? Man kann doch irgendwie jetzt einen Tunnel bauen. Ab Weltkriege verfügbar. Okay, das kommt erst später. Da müssen wir damit leben. Das hier ist besser. Vielleicht könnte es nicht schaden, hier nochmal so einen Holzfäller hinzutun. Auf der anderen Seite, wir haben eigentlich genug Planken. Von daher, wo haben wir die? Da, Planken. Die bringen auch nichts. Leder bringt auch nichts. Goldnuss müssen wir lassen. Tabak, die Krone. Ah, ist bereits aktiv. Kaffee. Wir nehmen mal Kaffee an. Wir werden das hier beobachten. Moment. Wie das funktioniert, beziehungsweise, ja, Kaffee erst gerade gestartet, also Tabak läuft, das haben wir gleich durch, Rum läuft auch,
Okay, dann lassen wir das laufen. Jetzt müsste doch aber langsam hier Kollege Goldnuss in die Gänge kommen. Das ist die falsche Insel. Wenn ich hier nochmal gucke. Goldnuss, 32 von 600. Sehr schön, das läuft also. Also das wird irgendwann dann hier fertig sein mit den 150 und dann kriegen wir. Weiß gar nicht, was wir dafür bekommen. Wir werden sehen, irgendwas kriegen wir. So, hier die Taverne ist im Bau. Jetzt haben die beiden Baubüros natürlich doch wieder relativ ordentlich zu tun. Ganz klar, aber deswegen haben wir ja auch zwei gebaut. Da haben wir wieder Entwicklungshilfe bekommen, 1000. Da sind wir auf minus 5 und haben hier, doch nur 3. Kann sein, dass wir jetzt doch schon wieder viel zu wenig Transportbüros haben. Muss ich allen Ernstes nochmal eins kaufen. Hier ist eigentlich gut. Hier auch. Ich gucke, wie viele Leute da arbeiten. Die sind eigentlich tatsächlich in der Regel immer relativ gut besetzt. Also da muss man auch nicht dauernd kontrollieren. Minus 7000. Kann ich trotzdem ein Transportbüro bauen? Ich kann. Das möchte ich jetzt noch hier hinstellen. Irgendwo, wo es hier Platz hat. Vielleicht sogar hier oben. Zack. Okay. Priorisieren. Sehr gut. Und jetzt müssen wir erst wieder Sachen verkaufen, bevor wir irgendwas bauen. Wir sind ja bis 6000. Und der kommt gleich. Okay, das bringt uns dann auf minus 3000. Das bringt es dann noch nicht. Mitarbeiter des Monats hat Level 1 erreicht. Level 1 erreicht, na, das ist ja auch schön. Die Forderung ist weg. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk. Ja, nehmen wir wieder die Migranten. Wir brauchen die Arbeiter. So, dann könnten wir hier doch. Moment, Überfall. Ja, das haben wir eh alles eingestellt. Das lassen wir mal so laufen. Es freut mich, dass Sie Waren exportieren, Gouverneur. Aber ich habe die Hafenarbeiter beobachtet. Und wissen Sie was? Ich glaube, dass sie faul sind. Aha, das sind alles große, starke Männer, aber sie tragen immer nur 2 bis 3 Kokosnüsse auf einmal. Was bedeutet, dass diese Kokosnüsse entweder wirklich, wirklich schwer oder die Männer einfach faul sind? Es sei denn, nicht so wichtig, Gouverneur, nicht so wichtig. Aha, was möchte er uns damit sagen? Da haben wir eigentlich das Ganze eingestellt. Was haben wir denn bei Spürhunde? Senkt die verursachte Kriminalität in der Hafenanlage um 15% oder um 15%? Interessiert uns eigentlich nicht, weil es gibt in dem Sinne hier an der ersten Mission noch keine Kriminalität. Verringert die Effizienz. Ne, das beim besten Willen nicht. Das möchten wir wirklich nicht. Ich möchte aber hier relativ bald noch einen zweiten Hafen haben. Weil eben, also aus den Vorgängern, es war wirklich so, dass je mehr solche Häfen man hatte, desto mehr lief, desto mehr Geld hat man verdient. Oder vielleicht, dass wir hier hinten so einen Hafen hinstellen, die müssen ja nicht zwingend nebeneinander sein. Dann ist das hier ein bisschen besser zu erreichen von hier aus. Oder das war vielleicht, wisst ihr, was wir natürlich auch machen können? Ja, mit minus 10.000 nix. Aber das war hier ein Transporteur oder Transporthafen hinstellen, dass einfach die Waren transportiert werden können. Wobei, dann müssen sie mit dem Gold, mit dem Schiff hier hin. Und dann muss das erstmal wieder mit den Wagen hier rumgetragen werden, bis wir wieder da vorne sind. Also es ist vielleicht doch cleverer, wir lassen das. Weil dann können sie ja direkt mit dem Schiff hier langfahren und das hier abgeben, sozusagen das Gold. Ne, das ist wahrscheinlich besser. Sonst fahren sie einfach außen rum. So, 5000, 2 Monate. Ja, irgendwie, wahrscheinlich haben wir tatsächlich wieder zu wenig Baubüros. Wird hier schon gesägt? Nein, da ist noch keiner. Ein Tausender, ne, können wir uns nicht leisten. Müssen wir warten, bis uns die Krone wieder ein bisschen Geld bringt. Ich wollte noch kurz gucken bei der Forschung. Was bringt denn der Zirkus? Den Zirkus haben wir schon. Ach, Arbeitsmodi. Das heißt, dass wir hier noch was einstellen können. Nicht erfüllt Zirkus erforschen. Bestien und Blut. Das ist also genau das. Okay, dann machen wir mal. Zack, hier. Forschungsbildschirm öffnen. Und machen das mal. Die Bibliothek hängen wir gleich dahinter. Dann wird hier ordentlich geforscht. Und gut ist. So, jetzt finanziell gefällt es mir ehrlich gesagt nicht mehr so. Allerdings, wir kriegen hier 9000. Wir sind hier auf minus 4. Hier noch einen Monat. Dann kriegen wir diese 10.000. Ja, dann kommen wir hier wieder in den grünen Bereich. Also das funktioniert definitiv auch. Müssen wir schnell warten, bis die kommen. Wie sieht es jetzt bei den Fischern aus? Stellen wir mal nochmal einen ein. Und was wurde fertig gebaut, was wir noch nicht gesehen haben? Im Prinzip läuft hier alles halbwegs. Oh, la 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 la. Da haben wir doch tatsächlich hier in der Mine wieder keine Leute. Hier passt. Wie sieht es aus hier hinten? Das muss halt erst alles gebaut werden. Da haben wir Leute, kein Ding. Und hier in der Mine hier unten, da wird auch gebaut. Ja, da wird auch überall gebaut. Gut, dann werden wir
ein bisschen Geduld behalten oder zeigen. Das ist das Transportbüro, hohe Priorität. Können wir auch so lassen. Ach, wie mir das hier nicht gefällt. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen. Okay, eine Taverne bauen. Wir haben das Richtige getan. Sprich, was auch immer die Krone will. Gouverneur, das ist einer der raffiniertesten Goldschmuggelpläne mit Kokosnüssen, in denen ich je verwickelt war. Haben wir auch abgeschlossen, sehr Herr schön. Der König und ich sind der Meinung, dass Sie gute Arbeit leisten. Geld verdienen, was? Das Leben besteht... Okay, Blaupause für Theater. Das heißt, wir können das Theater jetzt bauen. Das wird ein bisschen Geld kosten. Wir haben aber auch wieder ein bisschen. Das wäre wahrscheinlich bei Unterhaltung. Theater bietet Spaß für Bürger und Touristen, von Kulturreisenden bevorzugt. Besucher müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Das bringt, glaube ich, noch nicht viel, weil wir haben keine oder nicht allzu viele Leute, die hier tatsächlich irgendwie gut situiert sind. Ja, nee, das würde ich für den Moment, glaube ich, mal noch lassen. Wobei, wenn wir es bauen, dann kriegen wir 8 Immigranten. Also von daher werden wir das Teil eh bauen. Da warten wir aber ein Momentchen. Die Taverne. Eigentlich haben wir eine Taverne gebaut. Aber, ja, mein Gott, dann bauen wir halt noch eine. Taverne, Taverne, Taverne. Na, Kollege Taverne, wo warst du denn? Hier. So, wo haben wir noch keine? Hier unten zum Beispiel. Oder hier oben. Ich denke, die sitzen auch ganz gerne mal in der Taverne. Da passt du hin. Zack. Herzlich gern. Ne, die Priorität lassen wir. Wir wollen zuerst diese Transportbüros noch haben, würde ich sagen. Die wären definitiv wichtiger. Und hier hinten, das ist ja schon auch ein relativ schönes Fleckchen Erde. Wow. Kann man ja nicht ein paar Campingstühle hinstellen und irgendwie so ein bisschen chillen? Das wäre doch nett. Das wäre auch Spaß und der würde nicht mal was kosten, weil der Wasserfall, der ist ja schon da. So, hier hinten, da wird geschuftet. Hier wird auch geschuftet. Ja, wir lassen die mal schuften. Wir haben hier minus 1000. Das ist ein Betrag, mit dem können wir leben. Zumal wir hier wieder 7 kriegen. Das wird wieder raufgehen, weil wir noch 3 Monate Zeit haben. Ja, und die Kolonialzeit, also sprich unsere Mandatszeit, 5 Jahre, 9 Monate. Das heißt, wir können hier tatsächlich noch ein bisschen rumwüten. Cool. Weil mir gefällt das Spiel. Ich möchte nicht, dass das jetzt hier fertig ist. Wir haben natürlich noch eine zweite Mission. Also die werden wir dann auch noch sicherlich uns ansehen. Jetzt machen wir aber zuerst mal diese erste fertig. Ich glaube, das dauert auch noch ein Momentchen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.